Wir müssen zurück, wir müssen halten vom Eruption, glaube ich. Stimmt, das ist auch unterirdisch. Ja, ja. Los, zurück. Ah, schnell. Ah. 1 Minute. Ich werde in den Rücken geschossen die ganze Zeit. Ich bin fast tot. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Volcanoids im Koop mit Ari. Hallöchen. Wir haben beim letzten Mal es geschafft, unser Dropship ein bisschen noch zu verlängern. Ich sage immer Dropship. Es ist ein Drillship. Gott, ich sag schon wieder. Es geht weiter. Es geht genauso weiter wie beim letzten Mal. Das kann ja noch nicht wahr sein. Unser Drillship haben wir verlängert, nicht unser Dropship. Das ist die absolute Verwirrung. Du hast hier schon Schränke aufgebaut, wie ich sehe. Ja, damit so für Sachen, die wir nicht so dringend brauchen. Ich dachte, die kann man hier hinten verstecken. Stimmt. So jetzt nicht E drücken. Ich schieb mal da ein paar Sachen rein, ne? Ich habe übrigens eine Tür im Inventar. Ne, ist ein Fenster, Verzeihung. Ein Fenster habe ich die ganze Zeit im Inventar gehabt. Eine Werkbank habe ich im Inventar gehabt. Total überflüssigerweise. Und lauter Köpfe von irgendwelchen Bots. Ja, die können hier in den Hauptspeicher. Hauptspeicher? Köpfe. Ah, hier in das. Was halt sehr verwirrend ist an diesem Spiel. Man hat halt zwei Arten von Storage. Man hat diesen Online-Storage, heißt da. Da ziehen sich manche Crafting-Anlagen Dinge raus, die sie zum Craften brauchen. Dann gibt es aber noch den normalen Storage, die Schränke. Da zieht sich keine Anlage was raus. Das Problem ist, nicht alle Anlagen ziehen sich hier was raus, die Dinge zum Verarbeiten brauchen. Was noch viel schlimmer ist, dieser Online-Storage, den kann man erweitern mit Modulen. Ja. Immer 24 pro Modul. Aber wenn wir unterirdisch sind, dann trennen die sich wieder voneinander. Das ist krass, oder? Total doof. Das ist total verwirrend. Das funktioniert also nur ordentlich, das Main-Storage, wenn wir oberirdisch sind. Hier sind übrigens noch 3 Granaten und ein Medkit drin. Brauchst du Granaten oder Medkits? Weil sonst nehme ich mir das jetzt hier mal raus. Ich würde gerne Granaten nehmen. Okay, dann nehme ich mir... Brauchst du ein Medkit oder kann ich mir das nehmen? Ein Medkit habe ich. Okay, dann nehme ich mir das nämlich mal. Ich glaube, ich habe noch 5. Okay, hatte ich nicht beim letzten Mal keine mehr? Egal. In deinem Inventar sind aber 5, ja? Nicht die Liste unten. Ja, genau. Im Inventar sind 5. Genau, ja. Das war auch beim letzten Mal so ein schöner Verwechsler. Ich habe die Zahlen von der Position, von der Taste verwechselt mit der Anzahl der Items. Und habe mich gewundert, warum nicht die Medkits weniger wären. Auch geil. Es ist aber auch verwirrend, weil im Inventar ist die Zahl genau an derselben Stelle wie unten in der Leiste. Ja. Und das ist genau das, was einen dann dazu verleitet, das zu verwechseln. Weil wenn du nämlich exakt 4 Medkits da im Inventar hast und unten wird auch eine 4 angezeigt, dann neigt man halt dazu, das zu glauben, dass das halt auch unten die Zahl ist. So, auch wenn das gar nicht so ist. Aber ja, Verwirrtheit und so. Diese Inventarlogik hier in dem Spiel ist nichts für verwirrte Menschen, definitiv nicht. Also nichts für uns zwei. Und du kommst ja noch am besten klar damit eigentlich. Ich bin ja schon total verwirrt. Ich habe merkwürdigerweise gerade die ganze Zeit den Mauszeiger da im Bild. Das verstehe ich gerade gar nicht. Warte mal, kann ich das irgendwie... Wie kann ich diesen Mauszeiger loswerden? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache mal auf die andere Seite vom Schiff auch eine Tür. Okay. Damit wir beidseitig rausgehen können. Na, alles klar. Vielleicht hinten eine? Ich glaube, so hinten ist erstmal nicht so dringend wichtig, oder? Okay. Ich meine, wir brauchen ja auch die Wände für Dinge. Ich esse gleich mal ein Heilwürstchen. Das klingt halt wirklich, als wenn er sich Würstchen reinzieht. Immer. Was ist das so hier eigentlich für ein Ding? Als wenn er Bockwürstchen isst. Was ist das hier? Mhm. Ich glaube, das ist unsere Schmiedeklasse, die wir haben, also dass wir quasi... Nee, ich meine der Boiler hier oder was auch immer das ist. Der Boiler hier? Der hier. Das ist das Periskop. Damit können wir nach oben gucken, wenn wir unterirdisch sind. Hast du was dagegen, wenn ich das Periskop woanders hinstelle? Ah, wohin willst du das denn stellen? Ich dachte an hier so. Da ist aber die Questings. Ah, wir müssen abtauchen. Schnell, baus auf. Okay, alles gut. 1 Minute noch bis zur Eruption. Ich zieh mal hier das Hebelchen, ne? Na, mach das doch nicht, wenn ich baue. Hast du gerade gebaut? Ja. Das tut mir leid. Aber es ist alles gut gegangen, oder? Alles gut. Okay. Vermute ich mal. Ich hoff's. Ich weiß nicht, ich habe da so einen Green. Okay. Ja, alles gut. Alles schief, aber alles gut. Sehr gut, okay. Zur Erklärung nochmal, um was geht's in Volcanoids? Also wir müssen eine eine Gruppe von feindlichen Robotern davon abhalten, den Vulkan zum Ausbrechen zu bringen. Der Vulkan bricht alle 20 Minuten aus. Unter anderem jetzt. Und wenn der ausbricht, dürfen wir nicht an der Oberfläche sein. Da müssen wir uns eingraben, müssen wir unterirdisch sein und Schutz suchen mit unserem Fahrzeug. Was zum Glück ein großer Bohrer ist, was ein großer praktischer Vorteil ist, weil man sich so recht schnell unter die Erde begeben kann. Wir können uns auch unterirdisch fortbewegen. Da ist dann so eine kleine Minimap am Start. Die befindet sich hier. Und da können wir uns dann hier durch diese unterirdische Lavalandschaft durchbewegen. Und da gibt es dann auch unterirdische Tunnelsysteme, wo man sich ausgraben kann und wo man dann diese feindlichen Roboter angreifen kann und deren Basen zerstören kann. Und das ist so ein bisschen grob das Ziel, dass wir die langfristig halt nacheinander zerstören. Und dabei bauen wir unser Drillship immer weiter aus. Das sieht ja verrückt aus. Ja, das ist Steampunk quasi, der Stil. Also das heißt quasi, das ist so Sci-Fi-Technologie, aber so im Jules Verne-mäßigen Dampfmaschinen-Look. So wie man sich das früher im 19. Jahrhundert so ein bisschen vorgestellt hat. Ich habe das ganz komische Gefühl, dass gar kein Modul unterirdisch funktioniert. Ich kann ja an der Production Station auch überhaupt nichts bauen, weil er mir sagt, dass wir die Module noch nicht haben. Das würde sogar Sinn ergeben, weil er uns ja manchmal sagt, dass wir manche Quests nur dann erledigen können, wenn wir wieder oberirdisch sind. Mhm. Und die Quests hängen ja sehr stark an den Modulen, die wir benutzen müssen. Ich glaube, wir können jetzt auch gleich wieder auftauchen. Ich gucke mal ganz schnell hier nochmal durch. Okay, jetzt sehen wir hier oben an der Oberfläche, ich gucke gerade durch das Periskop, ist alles vernebelt. Der Vulkan hat jetzt die Oberfläche vernichtet. Jetzt brennt hier zwar alles, aber dafür können wir jetzt trotzdem dann wieder auftauchen. Das heißt, ich ziehe mal das Hebelchen. Genau. Und was ist eigentlich unsere Aufgabe? Ach ja, wir müssen das Feind hier Drillship zerstören, genau. Wir machen am besten gleich mal noch ein bisschen ein paar Granaten und so, weil Granaten für Drillship-Zerstörung... brauchen wir die schon, würde ich sagen. So, das heißt, was waren das nochmal? Tools, genau. Merkwürdigerweise sind Granaten unter Tools. Copper tubes, Copper bolts, genau. Wir brauchen Copper tubes, Copper bolts. Copper tubes. Nach dem Storage müsste schon einiges sein. Boah, ich mache ruhig noch ein bisschen mehr. Wir brauchen ja eh ganz viele. Und dann kann ich nochmal ein paar Granaten machen. Und dann greifen wir mal dieses Dropship an, dieses Feind. Ich sag schon wieder Dropship. Drillship. Das werde ich, glaube ich, nicht mehr lernen. So sehr ich mich auch bemühe, ich komme immer auf Dropship. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ah, da. Jetzt 2 Türen so. Oh, sehr gut. Ari ist hier voll am Innenraum gestalten jetzt. Da wird jetzt alles besser hier. Pass mal auf. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Schwefel. Soll ich mal? Ich gehe mal farmen draußen. Ich komme auch gleich nochmal raus. Wir farmen auch nochmal mit. Schwefel brauchen wir auf jeden Fall für Granaten ganz viel. Ohne Schwefel keine Granaten, ohne Granaten kein Bum-Bum, ohne Bum-Bum kein Bum-Bum. Was? Oh Gott, pass auf! Wir werden angegriffen. Ja, ist schon tot. Sehr gut. So, dann machen wir mal hier noch die Tubes. Okay, das war die letzte. Da hinten ist ein feindliches Drillship. Wollen wir das mal raiden gehen? Warte mal, ist das zufällig das, was wir brauchen? Ist das zufällig markiert bei dir? Weiß nicht. Weil, wenn das nämlich markiert ist, gehört das nämlich zur Quest und dann kriegen wir da die Sachen, die wir brauchen. Warte mal, ich stack mal hier. Genau. Links unten ist ja der Sortieren-Knopf. Das vergesse ich auch immer wieder. Wollen wir mal und so und ja, so. Ja, ich komme, um noch die Tür zu machen. Achso, bis auf der anderen Seite. Wir haben jetzt 2 Türen. Ja, stimmt. Oh, da kommen die Roboter. Shotgun-Action. Na, was haben sie fallen lassen? Ah, okay, der hat nichts. Habst du schon gelootet. Okay. Oh, Vorsicht, das war einer. Das war einer. Sehe ich. Ich hab ihn. Was hat der denn dabei? Komische Sachen. Manchmal haben die so wichtige Teile dabei, die wir brauchen. Ah! Alter! Hier steht... Der steht hier... Der ist hier drin! Der ist im Felsen drinne! Ich glaube, den können wir gar nicht treffen. Lass den einfach da drin. Okay. Der ist reingepackt irgendwie. Aua! Boah, der schießt da im vollen Rücken. Ah! Gott, zu viele. Ah, das sind überall. Ah, ich bin fast tot. Ja, ich bin auch fast tot. Schnell weg, schnell weg. Ich bin tot. Nein. Oh Gott, ich bin auch gleich tot. Ich laufe mal zum Drillship zurück. Dann können die Turrets das machen. Wir haben ja noch ordentlich Turret-Munition. Lass erstmal die Bots platt machen. Oh mein Gott. Kommen die nicht mit? Das Schlimme ist, ich habe leider da ein bisschen den Mauszeiger im Bild und ich weiß nicht, wie ich den jetzt wegkriege. Das heißt, es tut mir leid, aber der ist jetzt da leider erstmal. Okay, er ist tot. Backpack. Mein Backpack. Okay. Ich bin ja voll einsatzbereit. Sehr gut. Oh Gott, da laufen voll viele rum, ey. Ich esse mal Heilwürstchen. Pass auf, die kommen. Alles Alter. Gut, ich habe schon losgeschossen. Da kommen 5 Stück auf dich zu. Ah. Angriff. Nein, warum schießt er denn nicht? Okay, nice. Schieß! Der schießt manchmal nicht, wenn er rennt. Okay, wir müssen schnell rein. Warte, dann schnell ins Schiff, bevor die alle nachspawnen. Oder wir schießen das einfach ab. Ich weiß nicht, ob wir dann die Kisten noch looten können. Kann ich nicht. Ich spreng das jetzt einfach hier. Aber die Kisten! Ja, die, auf der Seite waren keine Kisten. Alles gut. Hier ist Zeug. Hier sind Kisten. Oh Gott, da ist voll viel drin. Ich hab's alles genommen. Gut. Können wir... Warte mal. Geh mal raus. Geh mal raus. Ja, mach mal das Reproduction. Genau, das will ich nämlich mal... Bam! Oh, ich bin fast tot. Scheiße, ich hab mich fast selbst gesprengt. Moment, ich muss noch mal Heilwürstchen essen. To damage, Drillship, destroy all modules. Ich habe keine Granaten mehr übrigens. Nicht so schlimm. Ich schon. Okay, sehr gut. Gute aber erstmal. Sehr gut. Wir haben jetzt übrigens auch noch ein neues Kraftwerk bekommen. Das könnte ich dann bei uns gleich mal installieren. Dann haben wir nicht so viele Energieprobleme. So, ich glaube, wir müssen hier raus. Ich werde jetzt Granaten werfen. Warte mal. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Man kann es auch mit der Spitzhacke zerstören. Echt? Wollen wir dann einfach mit der Spitzhacke alles? Können wir auch machen eigentlich, ja. Wird das einfach eigentlich deconstructen? Weiß ich nicht. Können wir nicht nehmen. Okay, das ist kaputt. Alle Module zerstören, genau. Warte dann mal, Module sind die Dinger an der Wand, ne? Genau, das sind die in der Wand sind, genau. Das ist zwar jetzt nicht das Schiff, was wir jetzt als Auftrag haben, aber immerhin. Aber es gibt Dinge, die man looten kann. Es gibt Zeug, das kaputt? Genau. Ah, jetzt. Okay. Mit der Spitzhacke. Einfach draufhauen. Ja. Hier oben die auch, genau. Bam! Hier das Kraftwerk, genau. Bam! Geht voll schnell. Bam! So, was haben wir noch? Zählt das hier auch der Energy Core? Zählt das hier? Auf jeden Fall kommen keine Gegner mehr. Ist es jetzt kaputt? Ich habe was abgefarmt. Sehr gut. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es reicht uns auch so, oder? Also wir haben es jetzt gelootet. Ich glaube auch, oder? Und Roboter können ja auch nicht nachspawnen. Nö. Ich glaube, wir haben, was wir wollten. Genau. Dann gehen wir mal wieder zurück. Genau. Links, komm mal, links ist Lava und da ist Schwefel, habe ich schon gesehen. Ah, stimmt, Schwefel brauchen wir. Genau. Das war der eigentliche Grund, warum wir... Ja, stimmt. Achtung, da sind auch noch Gegner. Also zumindest waren da gerade eben noch welche. Ja. Das war jetzt übrigens die Trockenübung für den Raid, den wir jetzt gleich machen müssen, wenn wir dann unterirdisch sind, ne? Wenn wir dann im Untergrund unterwegs sind. Also schnell rein und dann schnell die Nachspawnen. Genau, und vor allem müssen wir verhindern, dass das Ding dann sich weggräbt. Das ist ganz wichtig. Wie machen wir das? Ja, wir müssen schnell sein. Wir müssen uns beeilen. Also bauen wir nochmal Granaten vorher. Genau, viele Granaten. Deswegen brauchen wir jetzt viel Schwefel. Da hinten läuft noch einer rum. Ich mach den mal platt. Mhm. Kann er nicht schießen? Ah! Okay, merken, wenn er rennt, kann er nicht schießen. Ich gebe dir mal so ein bisschen Deckung. Du kannst ja in der Zeit farmen und ich versuche die Bots wegzumachen. Okay, der rennt weg. Du gibst immer zu wenig Schwefel. War's schon. Unten kann sein, wenn wir unten sind, dass wir da auch größere Schwefelquellen finden, tatsächlich. Also müssen wir mal schauen, wenn wir das nächste Mal uns eingraben. Da hinten ist übrigens noch ein feindliches Dropship. Drillship. Wollen wir das denn nicht mal reingehen noch? Wir haben keine Granaten mehr. Ich hab noch. Wie viele hast du denn noch? 5. Ich hab keine geworfen. Aua. Achso. Ich weiß nicht, wenn du dich bereit fühlst dazu. Ich würde noch ein Würstchen essen und dann können wir los. Okay, dann schnappt ihr noch ein Würstchen und. Wo ist denn das feindliche Drillship? Direkt voraus. Oh, oh, Ist auch wieder so ein kleines nur. Also ich kann jetzt nicht viel machen mit in Sachen von Sprengen, ne? Ich kann nur höchstens schnell rein und mit der Spitzhacke. Schießt. Ja, und dann können wir mit der Spitzhacke doch die beiden kaputt bauen. Dann können wir es wieder in Ruhe auseinandernehmen. Sehr gut. Aua! Gott, die machen voll Schaden, ey. Na! Oh Gott, ich bin was tot. Ich esse mal ein Heilwürstchen schnell. Mach, ich spreng schon mal. Sehr gut, ja. Oh, da kommen sie, da kommen sie. Ist schneller, ist schneller. Ah, okay. Nein, daneben, scheiße. Sehr gut. Meine Schießkünste sind wieder mal überragend. Du kannst rein, ne? Ja, ich renne, ich renne. Ach, hier ist die Tür. Warte. Die Tür kann man mit der Spitzhacke, glaube ich, auch aufmachen. Egal, okay, ich hab's geräumt. Oh, da waren Granaten in der Kiste. Bist du schon drin? Wie bist du schon? Ja, hab ich doch gesagt, die Tür ist offen. Achso, ich bin auf die andere Seite gerannt. Ich habe auch schon beides kaputt gemacht. Okay. Und hier waren Granaten in der einen Kiste. Hier sind noch Module, warte mal, die können wir noch kaputt machen. Das ist ein Turret hier. Ich will es lieber abbauen als kaputt machen, aber das geht, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, wenn wir die kaputt machen, kriegen wir mehr, als wenn wir die einfach nur abhauen. Also, da kommen dann manchmal diese Forschungsteile raus, die wir brauchen. Meinst du, ich soll es sprengen? Nee, nee, wenn wir jetzt erobert haben, heb lieber den Sprengstoff auf. Okay. Wir haben ja eh Zeit jetzt erstmal. Genau, hier ist jetzt nämlich Zeug. Inventory Full, Destroy. Oh, ich habe keinen Platz mehr bei mir. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Kann ich irgendwas wegmachen? Das ist die Frage. Kann man das hier nicht noch irgendwie machen? Ah, jetzt habe ich wieder Platz. Oh shit! Wir haben Besuch! Uah. Kommt noch einer, Achtung! Uah. Da bin ich, da bin ich. Ah ja, ich hab die. Ah, noch einer, noch einer! Ah, ich bin fast tot! Was? Das ist ja alles aus Röttern besteht, das ganze Ding noch. Da kommt noch einer. Oh, wo kommen die denn jetzt her? Was? Ich weiß auch nicht, wir sollten uns hier vielleicht beeilen. Mhm. Ach, hier oben sind noch Module, okay. Ich esse mal schnell. Ah, ich esse mal schnell noch ein Heilwürstchen, sonst bin ich gleich tot. Au! Ja, der schießt da unten, der Sack. Wo ist er denn? Der ist hier drin! Der ist hier drin! Die können Leitern klettern? Seit wann das? Spannerei. Ich glaube, das finden die nicht so gut, wenn wir auf ihrem Drillship rumklopfen. Meinst du? Ich dachte, die würden sich darüber freuen. Das mögen die nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Boah, der ja Teilwürstchen dabei. Das finde ich ja nett von ihm. Das finde ich sehr nett, wenn sie mir Würstchen mitbringen. Munition haben sie ganz viel. Köpfe. Schon. Ich glaube, ich habe hier alle Module kaputt gemacht. Ich habe da hier so ein bisschen durchgelootet gerade. Ja, dann können wir wieder gehen. Ja, wir haben noch 11 Minuten. Wir sind noch gut in der Zeit. Wo ist denn noch so ein Lavasee? Ja, höchstens noch hier weiter in die Richtung. Aber... Warte mal, mit M, haben wir doch eine Map. Also hier in der Nähe ist keiner mehr. Wir müssten... Dann lass doch zum Drillship zurück, vielleicht finden wir unterirdisch was. Genau, ich muss eh erstmal was weglegen, weil ich habe inventartechnisch schon nicht mehr so viel Platz. Genau, ich mache jetzt mal aus dem Copper Scrap, mache ich jetzt mal Barren. Hier habe ich nochmal das Zeug. Was? Hat er's hingekriegt? Ja, hat er, okay. Wie geht's eigentlich unserem Drillship? So lebenstechnisch. 100%. Der Turret hier, der muss ein bisschen repariert werden, glaube ich. Ein Turret-Modul. Ich habe mal den Turret ein bisschen repariert. Ah ja, stimmt, warte, ich habe auch was. Ich hab ein Kraftwerksmodul, glaube ich. Soll ich das Turret-Modul einfach mal irgendwo an die Wand setzen? Hinten vielleicht, da fehlt uns noch ein Turret. Wir haben vorne Turrets, aber hinten nicht. Guck mal, wenn hier so in die Ecke, so hinten. Vielleicht. Dann kann ich noch ein Kraftwerk daneben bauen. Wo denn? Also es ist ja eigentlich für die Wand, hier so, oder? Genau, das ist für die Wand. Hier so würde ich es hinbauen, weißt du? Okay. Da? Und dann kann ich nämlich hier daneben das Kraftwerk bauen und dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug Strom. Ich meine, man sieht ja schon hier das Kraftwerk zum Beispiel und auch der Turret, das ist nur Stufe 1, ne? Aber irgendwann gibt es auch Stufe 2 und 3. Und dann müssen wir dann irgendwann ersetzen, weil manche von den Stufe 2 und 3 sind dann halt 2 Wandteile breit. Und da muss man dann die 1er ausbauen und die 2er einsetzen. Das wird dann nochmal ein bisschen in Umgefrickel. Nicht nur manche. Stufe 2 generell besetzt 2 Plätze und 3 dann halt auch 3 Plätze. Ah, okay. Also Stufe 3 besetzt dann quasi ein ganzes Segment von unserem Drillship. Alles klar. Na, mal gucken. Ja, die Granatenproduktion, die ist ein bisschen zäh. Auch weil eine Granate halt auch wirklich nur eine Granate ist. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Gut, dafür sind sie aber auch stark. Das stimmt wohl, ja. Aber wir brauchen halt sehr viele, ne? Wenn wir auch so eine Basis zerstören wollen, da brauchst du, glaube ich, mindestens 20 Granaten. Und das ist schon ganz schön viel. Also pro Person, glaube ich, brauchen wir da schon so viele. Wenn man dann auch mal eine daneben wirft und so, ne? Ja. Ist schon nicht so ohne. Ich glaube, ich habe schon. Was ist denn. Was hast du, sind das für Module, die du angebracht hast? Wir haben jetzt einmal das Turret-Modul. Genau, das Turret-Modul. Was macht das Kraftwerk-Modul? Das Kraftwerk sorgt dafür, dass wir halt Strom haben, ne? Das verarbeitet Kohle zu Strom. Und je mehr Module wir haben, desto höher ist der Stromverbrauch. Und wo sehe ich, wie viel Strom wir brauchen? Eine sehr gute Frage. Es gibt irgendwo ein Stats-Modul. Das war, glaube ich, hier oben. Hier, genau. Hier. Das ist schon ganz gut, wie wir es haben jetzt. Wir haben einen Verbrauch von 363 Energie und 400 können wir produzieren. Okay. Also ist und schon nicht so schlecht. Wird langsam knapp, oder wie? Nee, Core-Slots ist eigentlich noch okay. Core-Slots ist ja nur die Hälfte jetzt. Bisschen mehr als die Hälfte. Verbrauch. Da haben wir noch ein bisschen. Wir haben ja gerade erst unseren Core geupgradet, oder? Oder war das das Segment? Was ist denn Hull? Das ist die Hüllenintegrität, also wie viel Panzerung wir noch haben. Ah ja. Ist also auch komplett voll. Genau. Also wir müssen nichts reparieren oder so. Was ist das Modul, was du daneben gebaut hast? Das mit dem Farbeimer, der auskippt? Das war irgendwie die Legierungsverarbeitung oder sowas. Damit können wir mehr Rüstung haben? Nee. Damit können wir mehr Teile herstellen irgendwie. Damit können wir zum Beispiel auch... Können wir da schon Eisenverarbeitung machen oder ist das nur die Kupferverarbeitung erstmal? Nee, ist glaube ich erstmal nur die Kupferverarbeitung. Und die nächste Stufe wäre dann glaube ich Eisen. Und da brauchen wir aber jetzt erstmal die Teile aus dem anderen Drillship. Und das war ja die Quest, genau. Deswegen, es sind jetzt nur noch 5 Minuten. Ich gehe mal unterirdisch, oder? Ja, warte. Ich warte noch, genau. So, dann grabe ich uns mal ein. Mhm. Denk dran, wenn du jetzt unterirdisch bastelst, dann sind die Kisten nicht mehr miteinander verbunden. Ah. Okay. Und da kannst du auch nicht mehr alles bauen. Genau. Weil die Module, warum auch immer, unterirdisch nicht funktionieren. Mhm. Verstehst nicht, aber... Ich glaube, das ist, weil es sich einklappt, weißt du? Mm. Normalerweise sind die ja ausgeklappt, wenn man oben ist. Und wenn es sich eingraben will, muss es sich ja einklappen und dann müssen sie ausgeschaltet werden dafür. Ich glaube, das ist der... Ja, genau. Ich glaube, dann ist auch unser Energieverbrauch nicht mehr so hoch, glaube ich. Ah doch, nee, wenn es sich eingräbt, guck mal, dann ist der Energieverbrauch sogar auf Maximum tatsächlich. Aber warum steht da immer noch Energie 400 von 400, wenn doch unser Energiemodul eingeklappt ist? Eine gute Frage. Diese Logik kann ich dir auch nicht erklären, aber wir suchen jetzt mal dieses andere Schiff. Guck mal, da ist ja ein Wegweiser hier jetzt. Such mal. Hast du denn Granaten gebaut? Ja. Gut. Okay, ich hab's gefunden. Ich grab mich mal da jetzt rein. Hast du die Granaten dann auch im Inventar? Ich sollte sie eigentlich direkt im Inventar haben. Wir gucken aber gleich nochmal nach. Travel to Location, genau. So, bam. Wir gehen jetzt auf Surface, also wir surfacen jetzt. Jetzt gucke ich nochmal schnell. Ich habe granatentechnisch habe ich 5 Granaten. Wie viel hast du noch? 6. 6, ja gut, dann sind wir doch eigentlich gut dabei, oder? Tür aufschießen, rein, direkt die Respawn-Container-Maschinen. Genau, genau. Also erstmal natürlich müssen wir verhindern, dass die sich, dass sie sich weggraben können. Ich weiß halt nicht, wie wir da am besten vorgehen halt, was wir da zuerst aufs Korn nehmen. Vielleicht das Kraftwerk. Weil dann können sie nicht... Wie verhindert man das denn, dass sie sich weggraben? Ja, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt davon aus... Oh, da ist Schwefel. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir das Schiff so schnell so beschädigen müssen, dass die nicht wegkommen halt. Also sollen wir lieber einfach Granaten drauf werfen, damit alles kaputt geht? Nicht ungezielt. Also wir müssen schon schauen, dass wir die Module zerstören. Aber wir müssen halt so zerstören, dass sie halt nicht wegkommen. Rechts, rechts. Von links kommen auch welche. Ich hab. Da hinten ist, ich sehe es schon. Das Drillship. Ich versuche mal möglichst schnell ranzukommen. Warum wirft er denn nicht? Er wirft immer nicht, wenn man rennt. Gott, die machen voll viel Schaden. Ich bin gleich tot. Ein großes Drillship, du. Ja, ich weiß. Ich bin tot. Tot? Ja, ich bin tot. Auch gleich. Geh in Deckung, mach irgendwie, rette dich. Ich bin tot. Nein! Shit! Wie komme ich hier raus hier? Ich renne mal, ne? Ich renne mal schnell. Wir haben nämlich nur noch 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob hier unten auch Vulkanausbruch ist. Aber eigentlich nicht. Hier ist ja unterirdisch eigentlich. Aber wir müssen unsere Kisten, Backpacks wieder kriegen. Ich weiß, ich weiß. Pass auf, ich lenk sie ab und du holst erstmal deine Kiste. Bist du da? Nicht ganz. Ich komme hier nicht hoch. Warte mal. Ich häng fest. Okay, dann versuche ich erstmal meins zu holen, wenn du jetzt noch hinten bist, weil ich bin gerade fast da. Oh Gott, die campen da direkt. Na toll. Okay, da hinten steht Backpack. Ist das mein Backpack? Das rechte ist meins. Das rechte ist deins? Okay, ja, das mit der Markierung... Ja, rechts an dem Stein liegt, das ist meins. Ich gehe mal andersrum, genau. Von der anderen Seite ran. Ah, aua. Schnell in Deckung, 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 Deckung. Toten Winkel, toten Winkel. Was? Da ist eine Markierung, aber da kann ich nichts machen. Scheiße. Wo ist mein Zeug? Hier bei mir. Wo bist du? Ich weiß nicht, wo du bist, aber bei mir ist es ein Backpack. Hier, da vorne liegt es. Aber wir müssen zurück, wir müssen zurück. Wir müssen hiden from eruption, glaube ich. Stimmt, das ist auch unterirdisch. Ja, ja. Los, 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 zurück, zurück. Aha, schnell. Aha. 1 Minute. Auf, schneller, Bärchen. Ich werde in den Rücken geschossen die ganze Zeit. Ich bin fast tot. Renn weiter, nicht umdrehen. Bleib nicht stehen. Ich laufe. Laufen, laufen, laufen. Laufen wir richtig? Ja, da wo das Ausrufezeichen ist. Ich sehe es nicht. Es war gerade unscharf alles. Oh, 40 Sekunden nur noch. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Bin drin? Ja, ich auch gleich. Schnell den Hebel ziehen, den Hebel ziehen. Ich weiß nicht wie. Ich hab zu. Ich hab's. Okay. 20 Sekunden. Das war, glaube ich, so knapp, wie man es nur knapp machen kann. Alter. Okay, wir sollten uns nächstes Mal mehr Zeit nehmen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bam! Das war sowas von knapp. Alter Schwede. Ei, 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 ei. Das war beim letzten Zipfelchen noch runter, Alter. Heftig. Ich glaube, es ist Zeit für ein Heilwürstchen. Aha. Da waren doch ein paar zu viel am Start gerade. Okay, wir sind safe. Dann gucke ich doch gleich mal, ob das blöde Schiff noch in der Nähe ist. Ja, wir sollten vorher aber neue Granaten bauen. Hast du so viele weggeworfen? Ja. Echt? Ja, ich habe nur noch 2. Okay, warte, dann lass uns einfach an der Stelle, wo wir gerade waren, da ist das Schiff nicht mehr, die sind auch weggefahren. Lass uns einfach da nochmal surfacen jetzt. Mhm. Und da war nämlich viel Schwefel. Lass uns den Schwefel einfach... Oh. Was? Ich war's nicht. Entschuldigung, alles gut. Gott. Herzinfarkt! Herzinfarkt! Mit nur Schwefel. So, sind wir da? Wir sind da, ja. Cool. Dann lass mal Schwefel abbauen. Dann lass mal Schwefel abbauen, genau. Hier hinten, ah, okay, du bist schon dran. Dann gucken wir mal. Da ist auch noch ein Drillship, ne? Das Drillship ist noch da, in 200 Meter Entfernung. Okay. Wieso Wenn wir jetzt Granaten bauen, können wir das nachher noch angreifen. Stimmt, die kommen wahrscheinlich eh zu uns. Das ist ja auch Schwefel, was ist das eigentlich? Kohle, nimm's auch mit. Wenn wir zu wenig Kohle haben. Das ist Kohle? Warte mal. Ich glaube schon, bau mal ab. Nee, das ist Eisenerz. Nein, echt? Ja, das ist Eisenerz. Das sah schon so orange aus, ich habe mich schon gewundert. Ja, cool. Das sind aber nur 7 Einheiten jetzt gewesen. Wenn das die Farmrate ist, dann wird das... Ist doch bei allen anderen auch so. Echt? Du kriegst auch nur 7 Einheiten oder so raus, ja. War es bei Schwefel auch? Waren es da nicht 20? Ja, bei Schwefel auch. Nein, ich habe auch nur 7 rausbekommen. Echt? Okay. Da habe ich nichts gesagt. Bei allen so wenig. Wir haben nur so viel von den anderen Sachen, weil ich so viel gefarmt habe nebenbei. Ja. Du hast immer schön die Quests gemacht. Stimmt. Ich bin farmen gegangen. Das andere Schiff hat halt auch einfach mal 2 Turrets, weißt du? Mhm. Na, unseres hat doch 3, oder? Ja gut, aber ja, aber wir hatten ja bis jetzt immer noch maximal 1 Turret beim feindlichen Schiff gehabt. Na gut. Und du stehst halt da und wirst halt von beiden Seiten einfach beschossen. Wenn du auf die eine Seite gehst, wirst du beschossen, wenn du auf die andere Seite gehst, wirst du beschossen. Dann auch die Bots. Deswegen sind wir so schnell gestorben. Mit den Granaten abwerfen. Genau, wir müssen auf jeden Fall die Turrets zerstören. Das Schiff zurennen, das gibt's ja gar nicht. Mhm, die kleinen Schweinchen hat jetzt... Können wir gleich mal looten. Sowas von werden wir die jetzt looten. Oh, da liegen ganz viele. Die Blechköpfe hier. Oh, die haben Medkits und Ammo, das ist schon mal nett. Die versorgen uns. Scrap Metal. Hey, hier ist noch Eisen. Oh, nimm's mit. Ich guck nochmal kurz in die andere Richtung. Ah, ne, wir sind hier in so einer Blase. Naja, hier gibt's was. Wir sind in so einer Bubble drin. Gut, dann lass mal gucken, wie viel wir bauen. Soll ich mal schnell bauen? Mhm. Was brauchen wir denn dafür? Copper Tubes, Copper Bolts und Sulfur-Powder. Das müsste sogar schon in der Warteschlange sein bei mir. Bei mir läuft schon die Produktion jetzt. Ups. Copper Bolts. Die Produktion ist hier gerade schon angelaufen. Was? Von was denn? Von Granaten. Der macht das hier gerade schon. Oh ja, ich habe nochmal hier Sulfur-Powder jetzt angeworfen. Ah ja. Achso, ich kann nicht reingucken, wenn du reinguckst. Okay. Mhm. Weil bei mir macht das gerade schon. Ich habe anscheinend noch was im Inventar. Deswegen. So, jetzt fehlt nur noch Sulfur-Powder, glaube ich. Ja, schmeiße ich gerade an. Läuft. Sehr gut. Sehr gut. Warte, dann schiebe ich mal das Eisen hier rein. Ich habe hier auch nochmal Sulfur. Warte, dann mache ich auch gleich nochmal. So, 14 Granaten sind jetzt. Sehr schön. Ich glaube, wir haben ganz gut angeworfen, die Produktion. Dann... Das reicht, glaube ich, oder? An Granaten? Brauchen wir noch irgendwas? Weil dann können wir nämlich an sich noch warte, dann mache ich nochmal schnell mein Inventar leer. Also ich lege die Sachen ab, die wir nicht brauchen. Ja, die wir schön gefarmt haben. Das mache ich auch nochmal. Boing. Ah, das ist das Problem, wenn die Module nicht miteinander interagieren. Warte mal, vielleicht nochmal Medkits machen? Okay, ich schmeiß jetzt mein Zeug mal hinten erstmal in eine Kiste rein, so. Dann sortieren wir das wieder, wenn... Ich mache mir schnell mal noch 3 Medkits. Das scheint ja doch... Wie viel hast du denn? Ich hatte nur 2, jetzt habe ich 5. Oh, okay, ja, das ist besser. Gut, ja, dann würde ich sagen, Attacke. Ich hab auch 12 Granaten. Dann los. Dann, ich heile mich noch einmal vorher. Mhm. Bin noch ein bisschen angeschlagen. Alter. Ja, wir müssen auf jeden Fall neue Storage-Module machen, wenn wir wieder auftauchen. Ja, oder Schränke halt. Naja, aber Schränke sind doof, da muss man suchen. Ja. Also von mir aus können wir mit Schränken arbeiten, aber ich weiß nicht, ob das so viel einfacher wird. Egal. Ja, für manche Items, die man nur einmal alle Jubeljahre braucht, wäre es natürlich schon ganz praktisch, ne? So müssen wir eigentlich hin, da lang. Ja, können wir machen, diese besonderen Items können wir ja zum Beispiel in Schränke legen. Mhm. Kommt einer? Achtung. Ah. Ich töte den jetzt hier. Bam. Noch einer, Achtung. Online-Storage ist full, stimmt, da sagt er. Du, Hilfe. Ja, mach ich, alles gut. Ich sah ihn. Ich kam, sah und siegte. Und trat ihm in den Arm. So, warte. Der kleine Schuft hier. Schießt einfach von der Seite. Oh, der hat einen Medkit dabei gehabt. Oh shit, das sind viele, das sind viele. Ja, geh irgendwo in Deckung am besten. Ich versuche von der Seite. Oh, von der Seite, ja genau. Gute Idee, Herr Spielberg, gute Idee. Schnell in Deckung gehen hier. Oh Gott, sind das viele. Und ich schieße natürlich wieder wunderbar daneben. Schnell Heilwürstchen essen. Oh Gott, wie sie einen schießen hier. Okay. Kleinen Schweine. Ein Schuss, ein Treffer. Ein Schuss, ein Treffer. Okay, der ist weg. Jetzt sage ich Sturmangriff. Jetzt schnell ran. Gut. So, und jetzt Granaten, los. Warte, 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 hier kommen noch welche. Jetzt Granaten, Granaten. Oh Gott, ich bin fast tot, weil ich muss in Deckung gehen. Ich esse schnell mal ein Heilwürstchen. Gesprengt? Sehr gut, sehr gut. Ich bin fast tot, ich muss essen. Ganz okay, schnell. Okay, okay. Oh! Shit, shit, shit. Was schießt mich hier ab? Das sind die Turrets, da vorne, da ist einer. Die leben noch. Ich dachte, die sind schon kaputt. Nee, warte, jetzt gleich. Oh, ich dachte, die wären schon kaputt. Lebst du noch? Ja, 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 ich heile mich gerade. Alles okay, gut, alles gut. So, jetzt rein. Respawn-Sachen kaputt machen. Ha, der hängt an der Leiter. Und an der Stelle ist diese Folge Volcanoids im Koop mit Ari auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob wir das hier weiterspielen sollen oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne ein Abo da lassen, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und die Benachrichtigung aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Volcanoids, sondern auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren und Glocke aktivieren. Und ihr könnt auch gerne mal hier in die komplette Playlist zu Volcanoids reinschauen und euch auch schon die ersten Durchläufe ansehen, die ich gemacht habe. Und dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Volcanoids. Bis dann, ciao, ciao.